Die meisten Unternehmen haben heute verstanden, dass eine positive und konstruktive Unternehmenskultur wichtig ist, um motivierte Mitarbeiter anzuziehen und auch zu halten. Eine positive Unternehmenskultur kennzeichnet sich auch dadurch, dass die Menschen, die darin arbeiten, verständnisvoll, rücksichtsvoll und tolerant miteinander umgehen. Und dazu wiederum ist es gut zu verstehen, dass Menschen auch unterschiedlich ticken und dadurch kann die Toleranz steigen. Eine Möglichkeit, das zu vertiefen, möchte ich Ihnen heute vorstellen. Ich heiße Birgit Parmentier und bin Geschäftsführerin von CoSense. Es geht um die Insights Persönlichkeitsanalyse und diese basiert auf einem Modell von menschlicher Performance, das aus drei Aspekten besteht, nämlich Kompetenzen, Verhalten und Motive. Kompetenzen werden hier nicht gemessen, das ist auch nicht so einfach mit so einem Online-Tool. Wohl aber Verhalten und Motive, denn Verhalten ist gut zu beschreiben. Und das Verhalten misst, wie jemand eine Aufgabe angeht. Geht er beispielsweise strukturiert an oder verschafft er sich nur einen großen Überblick und geht direkt rein? Eher extrovertiert oder introvertiert? Gleichzeitig kann man hier auch sehen, was die Motive sind. Also was ist es, was denjenigen motiviert? Was braucht er, um einen guten Job zu machen? Was wird ihn immer wieder zur Höchstleistung motivieren? Will er zum Beispiel viel lernen? Ist er theoretisch motiviert? Oder braucht er einfach ein sehr gutes, harmonisches Umfeld? Das alles kann man hier in diesem Analyse-Tool herausfinden. Worauf basiert das? C.G. Jung ist sicherlich einer der Denkväter. Mit seinem großen Lebenswerk hat er auch eine Typologie hinterlassen, auf die sich dieses Verfahren stützt, genauso wie auf das von William Marston entwickelte DISC-Modell, das ich jetzt mal kurz vorstellen möchte. Dabei geht es um vier verschiedene Grundtypen. Die roten, die fordernd, entschlossen, zielgerichtet auftreten. Die gelben, die dafür umgänglich, enthusiastisch, überzeugend sind. Die grünen, die gute Teamplayer sind, eher sich zurückhaltend, geduldig, freundlich und entspannt sind. Und die blauen, denen man sehr präzise Arbeiten anvertrauen kann, denn sie sind vorsichtig, analytisch und formal. Das sind jetzt die vier großen Grobtypen, die natürlich in ihrer Reinform so oft nicht auftreten. Insgesamt zeigt das Verfahren 60 verschiedene Typen. Die Mischung macht es ja natürlich. Oberhalb der Linie sind also die blauen und die roten, das sind die aufgabenorientierten Menschen. Die schauen also, was muss getan werden, damit die Aufgabe richtig gut gemacht wird. Unterhalb der Linie, also grün und gelb, das sind die menschenorientierten Menschen, also die sich immer anschauen, wie kann ich gut in Beziehung mit denen treten, wie kann ich die motivieren, wie läuft das hier geschmeidig. Auf der rechten Seite haben Sie die Extrovertierten, auf der linken Seite die Introvertierten. Und so zeigt sich das auch nochmal. Sie werden also, wenn Sie dieses Verfahren machen, sich irgendwo hier befinden. Sie können sich ja selbst einfach mal kurz fragen, bin ich eher extrovertiert oder eher introvertiert? Schaue ich mehr auf Aufgaben oder schaue ich mehr auf Menschen? Wenn Sie mich jetzt hier betrachten und mich agieren sehen, dann werden Sie wahrscheinlich richtig liegen, wenn Sie vermuten, dass ich extrovertiert bin. Gleichzeitig bin ich mit meiner Ausrichtung, das sagt ja schon der Beruf, Psychologin, Beraterin, Coach, Trainerin, sehr menschenorientiert, wenngleich nicht nur. Also Sie finden mich hier in meiner Hauptstärke, das ist das Gelbe. Ich habe aber auch selbst noch eine Kombination mit Rot und Grün, also etwas gut gemischt. Dann gibt es, wie ja auch viele Leute wissen, eine Licht- und eine Schattenseite der Person. Und wir schauen in den Spiegel und sehen das, was wir gerne sehen wollen, aber was andere sehen, ist meistens etwas anderes. So haben wir hier also nochmal die vier Grundtypen, wie wir es gerade gesehen haben. Die Lichtseite, so wie sie sich selbst gerne sehen, und dann aber auch die Schattenseite, so wie die anderen sie sehen. Die Roten werden also häufig als aggressiv, antreibend, intolerant betrachtet, wertend. Die Gelben dagegen hektisch, indiskret und auch ein bisschen laut womöglich. Die Grünen fügsam, geduldig, aber auch stur, nicht so leicht zu bewegen. Die Blauen hingegen werden ab und an als kühl, steif, reserviert und auch unentschlossen gewertet.
Und es ist schon mal gut, diese beiden Aspekte von sich selbst zu kennen. Also was ist meine Lichtseite und was sind mögliche Schattenaspekte? Und da kann man in den Einzelgesprächen auch tiefer gehen. Das sind die vier Grundtypen und die vier Mischtypen. Blende ich gleich auch nochmal ein, damit man es genauer nachlesen kann. Das ist ganz interessant. Hier sieht man einige der Grafiken, die man in der Analyse dann bekommt. Da haben wir einmal den Basisstil und den adaptierten Stil. Das heißt also, der Basisstil ist das, wie Sie sich normalerweise natürlich mit Ihren Freunden und Ihren Verwandten verhalten. Also so, wie Sie sich wohlfühlen. Hier in diesem Fall sieht man jemanden, der blau und grün ist von der Grundausrichtung, also ein Koordinator. Und im Job, also im adaptierten Stil, wird geguckt, was denkt derjenige, was gerade in seinem Job gut gebraucht wird oder wie geht er seinen Job im Moment an. Also hier sieht man, dass er das Grüne etwas hochfährt, das Geduldige, das Mitfühlende, das sich Einordnende und das Rote, was er hat, ein bisschen runterfährt. Also es kann gut sein, dass das eher jemand ist, der im Team ist und nicht so sehr führt. Falls er führen sollte oder sie, dann wird das wahrscheinlich eher sehr kooperativ machen. Man kann auch dann verschiedene Analysen übereinanderlegen, das ist auch ganz spannend. Dann kann man nämlich gucken, wie spielt eigentlich das Team hier zusammen? Also wie ist das Zusammenspiel dieser Typen? Was sind potenzielle Stärken des Teams? Und wo gibt es potenzielle Lücken und Schwächen? Oder auch mögliche Konfliktfelder? Und darüber kann man dann sprechen und das beleuchten. Das führt auch wieder zu hilfreichen Erkenntnissen. Wenngleich man immer aufpassen muss, dass natürlich nicht so ein Schubladendenken entsteht, eine Kategorisierung, die will ja dann auch keiner haben. Wie kann man jetzt Insights verwenden? Da gibt es einmal das Thema der Personalauswahl. Gut aufgepasst bei der Personalauswahl. Das wird sonst teuer und sehr ärgerlich. Und wir können dabei unterstützen, indem wir eine Arbeitsstellenanalyse machen und uns mal mit Ihnen gemeinsam fragen, welche Verhaltensweisen muss eigentlich jemand haben, der diesen Job hier ausfüllen soll. Und dann können Sie zum Beispiel Ihre Bewerber bitten, eine Analyse auszufüllen und so sehen, ob es da eine Passung gibt. Passung ist sehr, sehr wichtig, damit Sie sich den Ärger und die Kosten ersparen. Die Erfahrung haben ja sicherlich schon viele gemacht. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist auf jeden Fall immer die Personalentwicklung und, wie ich gerade schon gesagt habe, die Teambildung. Wenn Sie das jetzt noch tiefer interessiert, dann können Sie uns gerne kontaktieren. Ich komme auch gerne zu Ihnen und erkläre das nochmal detaillierter. Danke erstmal und viel Erfolg im Umgang mit Menschen.